Hallo Leute, hier ist eure Frau Zimmi. Herzlich willkommen zu der Kategorie der anderen Art. Und zwar, na, ganz genau. Wisst ihr, was Scheiße ist? Heute zeige ich euch The Legend of Cage aus dem Jahre 1985 von Nintendo. Es ist wie immer ein alter Hut. Ihr müsst die Prinzessin retten. Ihr seid der waghalsige Ninja Cage und müsst Prinzessin Kiri retten. Wollt ihr das krasseste Intro der Videospielgeschichte sehen? Na dann passt mal auf. Wie bitte? Das soll das Intro gewesen sein? Oh ja, das war das Intro. Dieser 5-Sekunden-Film sollte eigentlich auch in die Kinos kommen, aber Taito hatte einen kleinen Urheberrechtsstreit mit dem Baum. Also ist es nicht dazu gekommen. Leider. Mann, Leute, wenn ihr nicht auch sagt, dass das beste Intro, welches ihr jemals in der Videospielhistorie gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Eine Frau läuft mit ihrem Kleid barfuß durch den Wald und wird von einem Ninja gepackt und weggerissen. Engelsgleich durch die Luft gezogen und... okay. Wenn ich mir das Spiel zum ersten Mal betrachte, sieht es aus, als greifen armlose Ninjas einen Mann mit Pferdeschwanz... ich hab Pferdeschwanz gesagt... an, weil er das Kleidchen von, sagen wir mal, Paris Hilton gestohlen hat. Dabei ist das, was ihr hier bekommt, ein tödliches Spiel mit Baum-Rum-Hops-Spaß. Die Prinzessin Kiri vom bösen Warlord Yoshi wegzukriegen, gestaltet sich nicht einfach. Vor allem, weil das verdammte Schwert nur eine Reichweite von 2 Pixeln hat und man ständig in feuerspeiende Mönche läuft und man nichts anderes tun kann, als seinem Charakter beim Sterben zuzuschauen. Unser Cage hat einen vertikalen Sprung von sagenhaften 30 Metern und äußerlich trägt er die rosa Robe von Prinzessin Kiri. Alles reine Verwirrungstaktik, dachte ich mir. Die feindlichen Ninjas vergessen bestimmt, in welcher Situation sie sich gerade befinden, nämlich Cage die Scheiße aus dem Leib zu prügeln, und bleiben stehen, um ihr hübsches Gewand zu bewundern. Ihr könnt dies zum eurem Vorteil verwenden, um die Telefonnummern von den Fashion Ninjas zu erhalten. Oder ihr könnt euch ja dann auch verabreden. Dann könnt ihr mit eurem Special Star Knife zeigen, wer die Hosen hier anhat. Was bietet uns das Spiel also grafisch? Die Entwickler beschlossen, die Grafiken aus dem 14. Jahrhundert vom Atari 35 System zu verwenden. Ich bin mir sicher, dass ihr mir in diesem Punkt zustimmt, dass es ein historisches Spielgefühl wiedergibt. Wusstet ihr eigentlich so nebenbei, dass es einen Nachfolger, The Legend of Cage 2, gibt, der auf dem Nintendo DS rauskam? Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich möchte es mir gerne zulegen, alleine um zu testen, wie sich das Game umgesetzt hat. Ich glaube, es gab damals auch eine Portierung auf dem C64, bin mir aber diesbezüglich nicht sicher. Hier ist eure Meinung gefragt. Während alle Ninjas dafür berühmt und berüchtigt sind, stille Mörder der Nacht zu sein, ist es schon mal recht abwechslungsreich, ein Ninja zu sein, der grelle Kleidchen trägt und von Baum zu Baum springt. Okay Leute, ich fange wieder an rumzuspoilern. Wollt ihr nicht auch sehen, wie dieses obergeniale Spiel endet? Okay, ihr habt jetzt wieder die Chance wegzuklicken, wegzuschalten etc. pp. 3, 2, 1, here's the ending screen! Also Leute, wisst ihr, was scheiße ist? The Legend of Cage ist scheiße. Das Einzige, was unseren Cage cooler machen könnte, wäre ein großer Sombrero und ein Holzfällerhemd. In diesem Sinne, keep on socking, eure Frau Zimmi. Macht's gut!